Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die beiden britischen Teams Williams und McLaren haben ihre Partnerschaften jeweils verlängert. Während Williams und Rocket von 3 auf 5 Jahre weiterhin miteinander arbeiten, ist es bei McLaren ähnlich. Sie haben ihre Partnerschaft mit Volvo Trucks um 2 Jahre verlängert. Teamchefin Claire Williams hat mögliche Gerüchte über einen Motorwechsel zu Renault eine Absage erteilt. Sie hoffen weiterhin mit Mercedes-Motoren zu fahren. Der Vertrag mit den Stuttgartern endet 2020, aber die Gespräche über eine Fortsetzung laufen gut. Das Team dachte für 2018 auch darüber nach, die Getriebe von Mercedes zu kaufen, daraus wurde aber nichts. Für die Zukunft können sich die Briten das durchaus vorstellen. Folgende Nachricht sorgte gestern für Schlagzeilen. Der britische Energy-Drink-Hersteller Rich Energy soll sich angeblich mit sofortiger Wirkung vom US-Team aufgrund der schlechten Performance getrennt haben und der Vertrag am Mittwoch aufgelöst worden sein. Das stand zumindest auf Twitter. Ob der Twitter-Account von Rich Energy gehackt wurde, ist nicht bekannt. Dort hieß es auch, dass sie in Österreich mit Red Bull kämpfen wollten und nicht hinter Williams sein wollten. Gleichzeitig störe man sich an der Politik und der Political Correctness der Formel 1. Fakt ist, sie sind immer noch Titelsponsor von Haas, so lautet zumindest eine Rich Energy Quelle, aber der Boss selbst sagt dazu, dass sie gekündigt hätten. Man würde gerne mehr von Teamchef Günther Steiner wissen, doch der darf aus vertragsrechtlichen Gründen nichts dazu sagen. In der Winterpause wurde Rich Energy Haas Hauptsponsor und in diesem Jahr haben sie 20 Millionen US-Dollar als Deal von den Briten bekommen. Aber Rich Energy hat es dieses Jahr auch nicht leicht, gerade mit dem Logostreit mit White Bikes, den man vor Gericht verlor und am Haas-Boliden inklusive Equipment das Logo abändern musste. Es kann aber auch sein, dass das Ganze möglicherweise eine PR-Show ist. Was ist eurer Meinung nach bei Haas los? Eher eine PR-Show oder könnte eine Kündigung wirklich Realität werden? Stimmt oben rechts in der Infokarte ab. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich bin der Ansicht, dass das Ganze möglicherweise eine PR-Nummer ist, mehr aber auch nicht. Der eine sagt, sie sind noch Hauptsponsor, der Chef selbst sagt, nein, sind wir nicht mehr. Eine Riesenaktion wird darum gemacht. Was die Renault-Williams-Sache angeht, habe ich mir das Ganze schon irgendwie gedacht. Es war ja nun mal nicht mehr als ein Gerücht. Kommen wir zum Community-Kommentar. Veltix hat folgenden Kommentar unter meinem letzten Video geschrieben. Kannst du dir vorstellen, dass Norris und Sainz irgendwann mit McLaren die Spitze erreichen und dass sie dann endlich mal wieder Weltmeister werden? Die beiden sind ja ein hervorragendes Duo und verstehen sich blendend. Das stimmt, sie verstehen sich super und in ihrer Freizeit zocken sie zum Beispiel FIFA gegeneinander. Kann ich mir so etwas vorstellen? Wenn sie weiterhin hart daran arbeiten, gibt es keinen Grund, warum es nicht klappen sollte. Immerhin ist der letzte McLaren-Konstrukteurstitel auch schon 21 Jahre her und der letzte Fahrertitel 11 Jahre her. Warten wir mal ab, wie die beiden sich in Zukunft schlagen werden. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.